Frau Dr. Agnes Buckelt, herzlichen Glückwunsch zur Wahl als stellvertretende Bundesvorsitzende der KfD. Wie fühlen Sie sich? Ach, ich fühle mich einfach getragen auf eine Woge. Es ist unglaublich, so das Gefühl zu bekommen, du bist gewünscht, du bist gefragt und das, was du anbietest, wird auch angenommen. Warum haben Sie für ein Amt gerade in der KfD kandidiert? Zum einen, weil ich von dem, was die KfD insbesondere in den letzten Jahrzehnt geleistet hat, vollkommen überzeugt bin. Es ist der Frauenverband schlechthin für mich und ich bin gerne bereit, diese Arbeit mit dem, was mir möglich ist, weiterhin zu unterstützen. Was haben Sie für Wünsche an Ihre vierjährige Amtszeit? Worauf freuen Sie sich? Ich bin eine Teamworkerin und Networkerin und freue mich, dass das in der KfD möglich ist. Das werde ich also gerne weiterhin praktizieren. Ich freue mich darauf, dass ich anknüpfen darf an das, was in den letzten Jahren gewachsen ist, was an neuen Ideen da ist. Und ich denke, dass ich auch was Neues noch beitragen kann. Und da freue ich mich dann auch drauf. Ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Aufenthalt in Mainz. Alles Gute für Sie. Danke.